Freunde, hier ist wieder Marvin und herzlich willkommen wieder mit einem neuen Video. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen wieder mal ein neues Video gemacht, denn ich hatte vor ein paar Wochen einen Unfall, bin halt von meinem fahrbaren Untersatz, gestürzt und habe mir das rechte Handgelenk und das rechte Knie geprellt. Es tat sehr, sehr weh und am schlimmsten betroffen war das Handgelenk. Ja, und ich habe dann erstmal halt keine Videos gemacht und jetzt mache ich erstmal wieder Videos. Ich war heute mal unterwegs in der Stadt und dann habe ich mir halt mich bei der Anime-Abteilung umgesehen und dann habe ich halt ein Anime gefunden, den ich halt ProSiebenMax vor ein paar Wochen mal gesehen habe. Und da habe ich ihn auch gefunden. Ich zeige euch ihn mal dann. Hier, das sind die Monstermädchen. Ja, wer sie von euch nicht kennt, das sind so halb Menschen, halb Monster, die sind bei so einem Austauschprogramm bei den Menschen und so der Hauptprotagonist Kimito macht dabei auch mit und die kommt bei ihm zuerst unter und ja, er hat auch sein ganzes Haus dabei umgebaut, damit sie darin sich wohlfühlt und sie verliebt sich in ihn und sie beachtet nicht so die Regeln, wie da steht denn, wenn er sich nicht an die Regeln hält, wenn sich keiner von ihnen an die Regeln hält, dann wird das Monster abgeschoben und wenn er irgendwas macht, woran er sich nicht hält, dann, also Kimito, wenn der eine Regel verstößt, dann wird er verhaftet und Mia wird dann rausgenommen und dann zurückgebracht. Und ja, und in jeder Folge kommt jeweils immer ein neues Mädchen dazu. Sie war die allererste, dann kam sie und sie gleichzeitig mit in einer Folge dazu, denn die beiden kamen gleichzeitig in einer Folge dazu, dann kam die und dann die und dann die, ja, aber es gibt auch noch andere, denn das hier ist die erste Volume. Ja, dann habe ich gedacht, ich mache jetzt mal wieder ein Unboxing-Video und wir packen das aus und dann kommt hier mein Cuttermesser. Ja, ich habe einen kleinen Spaß. Kleiner Schnitt. So, ein kleiner Schnitt und schon offen. Dort gab es schon das erste, auch schon die zweite Volume. Ja, hier sieht man schon die Vorderseite. Ja, so. Hier drauf die Monstermädchen. Hier auch nochmal. Und hier die Monster WG. Und ja, es gibt halt da und machen wir mal das auf. Ich habe gehört, da soll noch was dabei sein. Und da ist auch was dabei. Es ist ein Poster. Und zwar kann ich mir schon denken, es ist ein Poster von diesem Cover. Auf dem Moment. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil mein Stativ ist ja nicht so groß genug. Ja, auf jeden Fall sieht es genauso aus wie auf dem Cover. Hier. So. Denn sonst ist hier nichts mehr drin. Weg damit.
So. Entschuldige, wenn ich habe das Stativ nicht richtig eingestellt. Ja, dann packen wir das mal aus. Das hier ist die DVD. Ja. Ich stehe nochmal auf die Monster WG und hier sind. Also sind da. Ich weiß nicht, wie viele Folgen jetzt da drauf sind. Ach, es sind drei Episoden. Warte mal, ich guck mal nach, ob ihr das lesen könnt. Warte, die Lampe. Alltag mit einer Lamia. Alltag mit HP und Centauri. Ach, Centauri heißt die. Hier sind natürlich die Rasse von dem Mädchen, was halb Mensch, halb Pferd ist. Ja, Alltag mit gefährlichen Umständen. Ah, ich weiß, was da passiert. Ich habe höchstens nur so vier Folgen gesehen, weil ich war meistens am Abend so erschöpft halt. Das kam jeden Freitag und jetzt kann man das halt auch auf DVD kaufen. Also ich habe mir die gekauft, weil mir die Synchro sehr gefiel. Außerdem passt die Stimme zu Kimito im Deutschen viel besser als im Japanischen. Er wird von Marco Bott gesprochen. Wer den nicht kennt, das ist ein Charakter. Also der Synchronsprecher heißt nicht Marco Bott, sondern Marco Bott ist ein Charakter in Attack on Titan. Der ist der beste Freund von John Kirstein und ist aber auch noch ein Freund von Armin Allert. Der ist aber, ich sag es aber lieber nicht. Ach ja, ihr werdet es ja schon kennen, aber der ist nicht in vielen Episoden vorgekommen, weil er das ist jetzt ein fetter Spoiler. Also, der ist jetzt tot halt. Aber schon in der ersten Staffel ist er halt gestorben. Er war alleine halt. Sein Oberkörper wurde in zwei Hälften gebissen. Ich sag nur eins, es ist sicher schrecklich, von Titan gefressen zu werden. Ja. Also, das war das Video. Und ich mache auch sobald wie möglich auch das neue Stickboard-Video. Weil es ist halt schwierig, mit einem schmerzenden Handgelenk ein Stickboard-Video zu machen, weil man muss die Figuren selbst bewegen. Ja, also dann, das war's dann. Und ich hoffe, es gefällt euch. Lasst dann einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Video.